Und das spricht für mich einfach nach einer neuen Version von den alten Robotern aus Season 10. Schalte ein gratis oder ein kostenloses Outfit frei, Gameplay zu einer kommenden Waffe einblenden kann, und zwar zu einer neuen Portalwaffe. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Morgen steht sehr wahrscheinlich, das kann sich noch ändern, ein neues Update vor der Tür. Wir haben nochmal einige Würfel-Updates, Leaks, Informationen, was jetzt als nächstes in Fortnite passiert. Und eine sehr komische Nachricht im Itemshop, und zwar der neue Würfelskin, der gestern rausgekommen ist, ist jetzt nicht mehr da. Er ist jetzt weg. Keine Ahnung, das war tatsächlich der erste Fortnite-März 2021 Skin, also der erste Halloween-Skin von diesem Jahr, weil es in den Dateien oder bei dem Promo-Bild für diesen Skin auch in den Dateien so stand, dass es, also es gab die Abkürzung von Fortnite-März, FNMES und dann 2021, und der Skin ist jetzt schon weg. Aber was wir jetzt neu bekommen haben, ist dieser neue Gothic-Skin Ione. Ich hoffe, so wird sie ausgesprochen. Wir haben einmal das als weiteres Item das Rückenaccessoire Wolfsmond-Wappen und eine Spitzhacke passend zu ihr in zwei unterschiedlichen Varianten, einmal doppelhändig und einhändig, kostet insgesamt 1400 V-Bucks. Und ihre Backstory ist einfach nur, dass sie von den Wölfen großgezogen wurde und jetzt gegen sie kämpft, warum auch immer. Wir haben hier ansonsten einen durchschnittlichen Shop, Freunde. Wir haben auch zwei Items, die jetzt bei den schaurigen Schnäppchen dabei sind, also bei dem Halloween-Bereich vom Item-Shop. Und zwar Kürbislaternen hatten wir, glaube ich, gestern schon, und Halloween-Schritte jetzt auch wieder da. So, hier ist alles gleich geblieben. Creator Code steht. Wenn es bei euch nicht steht, dann macht es am besten, um mich zu unterstützen. Würde mich sehr freuen. Jetzt würde ich aber erstmal in-game die ganzen Sachen abchecken. Wir haben hier keine weiteren Informationen im News-Tab. Die Königin ist in der Nähe von Flushed Factory und von Hydro 16 mittlerweile angekommen. Sehr schnell, alle paar Stunden bewegt sie sich. Und ich denke mal, es wird noch, also übermorgen, sollte sie bei dem Würfel hier in Weeping Woods ankommen und diesen dann aktivieren, damit er die nächste Kevin-Familie produziert. Die Würfel von Misty Meadows überqueren aktuell den Fluss und gehen so anscheinend in die Mitte. Die Würfel von Believer Beach machen aktuell noch die Kurve bis in die Mitte, und die Würfel von Pleasant Park sind immer noch beim Fluss, haben den noch nicht überquert. Der Würfel bei Steamy Stacks ist extrem schnell, aktuell der schnellste von allen, und ist direkt neben dem Obstgarten. Der wird aber auch auf den Hügel gehen, wo mit dem letzten Update tatsächlich ein Flammenritual, was ein perfektes Dreieck bildet, aufgetaucht ist. Ob das irgendwie eine Beschwörung sein wird für die Würfel, weiß ich leider nicht. Und zu guter Letzt, die Würfel von Dirty Dogs sind aktuell hier. Aber leider sieht man das nicht so krass auf der Minimap, weil es sowieso schon diese Korruptionsbereich auf der Minimap oder auf der Map zu sehen gibt. Aber ich habe euch auch vor einigen Tagen erzählt, dass wir im Laufe der Season, oder besser gesagt jetzt mit der neuen Info am Ende dieser Season, eine neue Spendenbrettstation bekommen werden, damit wir für Roboter Gold spenden können, weltweit aus der gesamten Community. Jeder Spieler kann dann Gold spenden für diesen Roboter, damit der im Spiel freigeschaltet ist und damit wir ihn benutzen können. Ob das die alten sein werden oder ob das komplett neue sein werden, also in neuen Versionen, kann man aktuell nicht sagen. Zumindest haben wir jetzt mehr Details und Informationen dazu, was für Funktionen jetzt die Roboter haben. Und anhand dieser Information sieht es sehr wahrscheinlich danach aus, als ob das die alten Roboter aus Season 10 sein werden, die Brutes oder die Beasts. Als allererstes, also die erste Information ist, dass die Roboter jetzt einen Roboter-Gesangsakkord-Effekt für den Sprachchat haben. Das heißt, wenn ihr den Roboter benutzt, der dann im Spiel ist oder im Spiel freigeschaltet wird, und ihr im Sprachchat mit euren Kollegen oder mit euren Teammates redet, habt ihr einen besonderen Effekt bei eurer Stimme. Das hört sich noch ein bisschen anders an. Zum Beispiel hatten wir sowas beim letzten Halloween und beim vorletzten Halloween, dass sich die Stimme ein bisschen gruseliger, ein bisschen brutaler angehört hat. Und wir werden anscheinend, wenn wir diesen Roboter benutzen, eine roboterhafte Stimme bekommen. Ansonsten sollen auch Emote-Requisiten eine richtige Größe haben. Also es soll keine Bugs geben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Emote hier mit dem Roboter ausführt, soll diese Uhr jetzt nicht unbedingt klein sein, sondern soll sich dem Roboter anpassen, also genau die Größe annehmen, die der Roboter hat. Die vorletzte Information ist, dass die Mechs jetzt auf dem Wasser schwimmen können, oder besser gesagt schweben. Also die werden jetzt, die sind jetzt bereit, ins Wasser reinzugehen, weil auf der letzten Map gab es ja, oder auf der alten Map gab es kein Wasser. Also natürlich gab es halt Flüsse, aber dort konnte man nicht schwimmen. Und mittlerweile in Chapter 2 gibt es eben Flüsse und Wasser, vor allem sehr viel. Und das wurde auch hinzugefügt, und es gibt auch bessere Ladeeffekte, wenn diese Roboter ins Spiel kommen.
Das spricht für mich einfach nach einer neuen Version von den alten Robotern aus Season 10, weil eben daran gearbeitet wird, weil Epic Games die überarbeitet ins Spiel bringen möchte. Und ich werde euch gleich nochmal ein Beispiel geben, was ich mit diesem Spenden meine. Und zwar gibt es ja unter anderem hier in Weeping Woods eine Station, wo ein Geschützturm aufgebaut wurde. Also die gesamte Community kann dann Gold spenden weltweit, und wenn dieses Item das Ziel erreicht hat oder eine bestimmte Anzahl von Goldbarren, wird das Item im Spiel sein. Und sowas werden wir mit diesen Robotern bekommen. Als nächstes, Freunde, wurde auch ein neues Event geleakt, und zwar Refer a Friend. Wir hatten ja sowas in den letzten paar Monaten, aber das hatte einen anderen Namen, und zwar wieder Belebe einen Freund. Oder Revive a Friend, keine Ahnung, ich habe das jetzt leider nicht mehr im Kopf. Und sowas wird halt auch überarbeitet ins Spiel kommen, also in einer anderen Version. Und zwar werden wir diesmal einen Freund anscheinend wieder ins Spiel bringen sollen. Also das heißt irgendwie zurückkommen, verweisen, ungefähr sowas, übersetzt auf ins Deutsche. Und das heißt, wir werden ein neues Event bekommen, wo wir mit Freunden spielen müssen, um halt gratis Items freizuschalten. Oder halt mit Freunden spielen müssen, die länger kein Fortnite gespielt haben, um diese Items dann freizuschalten oder Punkte zu sammeln. Und dann, man weiß aktuell nicht, wann das stattfindet. Zumindest haben wir den Leak, dass es bald QR-Codes geben wird, die man dann scannen kann, um auf eine bestimmte Website zu gehen und dann die ganzen Informationen dort zu anzuschauen. Also wie das Ganze funktioniert, was die Bedingungen sind. Es wird auf jeden Fall bald noch eine eigene Webseite, wie gesagt, dazu geben. Aber derzeit wird man, wenn man diesen QR-Code oder diese QR-Codes scannt, das sind mehrere, dann kommt man nur auf eine Beta-Version von dieser zukünftigen Website, wenn dieses Event beginnt. Und aktuell haben wir zu dem Event auch mehrere Texte oder mehrere Strings in den Dateien, wo unter anderem auch steht, schalte ein gratis oder ein kostenloses Outfit frei. Skins werden in Fortnite offiziell als Outfits betitelt oder Outfits genannt. Und eventuell werden wir, wenn dieses Event startet, irgendwie, ich werde euch natürlich informieren, wenn wir genug Informationen dazu haben, ein Skin freischalten können. Welcher Skin das sein wird, ist noch unbekannt. Aber mit dem letzten Update hatten wir auch einen neuen Ladebildschirm, der später ins Spiel kommen wird. Aktuell weiß man nicht, wie man den freischalten wird. Aber dort sieht man einen bisher unveröffentlichten Skin, und zwar den die Regenbogen-Rennfahrerin. Und die hat auch in den letzten Monaten auch zum Beispiel ein Spray bekommen, ein Banner, ein Emoticon und jetzt auch noch dieser Ladebildschirm. Das heißt, wir könnten vielleicht diese Items freischalten und noch den Skin, indem wir bestimmte Challenges bei dem Event abschließen. Ich kann nichts dazu sagen, müssen wir auf jeden Fall Geduld haben und abwarten. Noch kurze Information zu neuen Batman Fortnite Comics. Ja, Freunde, wir werden in Zukunft neue Batman Fortnite Comics bekommen, die halt die Story von den letzten Batman Comics fortsetzen sollen. Und die erste Ausgabe, Freunde, soll am 22. Oktober jetzt rauskommen. Das Datum war davor der 27. Oktober. Das wurde jetzt um 5 Tage gesenkt quasi oder 5 Tage vorgeschoben. Und das wird dann rauskommen. Anscheinend wird es noch mehrere oder weitere Comics dazu geben zu dieser neuen Serie oder zu der neuen Series. Das wird die erste Ausgabe sein oder der erste Comic zu dieser neuen Geschichte, die am 22. Oktober rauskommen wird. Und bald gibt es auch ein neues DC-Event, nennt sich DC Fandom. Und Donald Mustard wird bei diesem Event präsent sein. Also er wird bei diesem Event dabei sein, wird, denke ich mal, auch diesen Comic ankündigen. Und da wir auch wissen, dass wir mit diesem Comic, wenn wir den Code da einlösen, was es in jeder Verpackung gibt, einen gratis Skin bekommen werden, wird, denke ich mal, auch Donald Mustard erklären, was für einen Skin wir bekommen werden, wenn wir den Code einlösen. Und eines der nächsten Waffen werden auch die Dual Scheusaljäger sein. Das werden einfach Bögen sein oder Armbrüste, die man in beiden Händen halt benutzt. Ich habe schon in den letzten Tagen öfter darüber geredet, und das wird wahrscheinlich erst mit eines der nächsten Updates reinkommen, passend zu Halloween eben. Und diese Waffe wird doppelten Kopfschussschaden an den Würfelmonstern machen. Also nehmen wir mal an, es macht vielleicht 120 Kopfschussschaden an normalen Spielern, zum Beispiel der da vorne ist. Dann wird es 240 Kopfschussschaden an den Würfelmonstern machen, die in der Kippwelt sind. Ich blende euch auch mal einige Sounds zu dieser Waffe ein, als auch Gameplay, also wie diese Waffe dann in-game aussieht.
Und apropos Gameplay, ich hoffe mal, dass ich auch ein weiteres Gameplay zu einer kommenden Waffe einblenden kann. Und zwar zu einer neuen Portalwaffe. Dieses Item wird euch direkt zu der Kippwelt schleudern, also wo die Würfelmonster sind, in einer neuen Version bekommen. Und wenn wir dieses Item dann schmeißen, werden wir direkt ein Portal geöffnet bekommen, wo wir dann direkt die Kippwelt betreten können, um gegen die Würfelmonster zum Beispiel zu kämpfen. Was auch mega komisch ist, nicht nur in Fortnite, sondern im echten Leben, ist ein neuer Battlebus oder Schlachtenbus auf Deutsch, der jetzt vor Universal Studios in Hollywood aufgetaucht ist. Und tatsächlich, jetzt abgesehen von diesem neuen Style vom Battlebus, das ist sehr modern, sehr futuristisch, kommt wie gesagt sehr Science-Fiction vor. Ob das ein Wort ist, keine Ahnung, oder aus der Zukunft. Aber an der Wand sieht man Frankensteins Monster. Und man weiß ja auch, dass Epic Games gerade an zwei neuen Paketen zu Frankensteins Monster arbeitet. Also wir wissen, dass wir Frankensteins Monster bekommen werden. Deswegen ist es entweder ein Teaser oder vielleicht ist es ein Teaser auf einen Fortnite-Film. Oder irgendwas baut sich halt im echten Leben auf. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Danke fürs Einschalten, das war's mit diesem Video. Ich hoffe mal, dass ich noch einen Sieg machen kann, nachdem ich das Video beendet habe. Lasst gerne ein Like da, wenn ich euch unterhalten konnte. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Montagabend. Wir sehen uns morgen im nächsten Video und ciao.